In diesem Video stellen wir euch die Top 3 Tablets vor, damit ihr das beste Tablet für eure individuellen Anforderungen kaufen könnt. Fangen wir an mit einem sehr günstigen Einsteigermodell, dem Lenovo Tab E1025 für ca. 99 Euro. Dieses 10,1 Zoll Tablet eignet sich vor allem als Entertainment-System für unterwegs. Der Prozessor hat keine hohe Leistung, reicht aber allemal, um heruntergeladene Filme und Serien anzuschauen oder Videos auf YouTube zu gucken. Hier fallen vor allem die nach vorne gerichteten Stereo-Lautsprecher mit Dolby Atmos Sound positiv auf. Das IPS-Display ist zudem HD in einer Auflösung von 1280x800 Pixeln. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 7 Stunden. Zudem gibt es mehrere persönliche Benutzerkonten, die vor allem die elterliche Kontrolle der Kinder erleichtert. So können die Inhalte, auf welche Kinder zugreifen können, voreingestellt werden und auch die Zeitlimits gesetzt werden. Das Lenovo Tab E10 ist zudem nur 8,9 mm dünn und wiegt nur 530 Gramm. Wenn ihr also auf der Suche nach einem sehr günstigen Tablet für einfache Multimedia-Aufgaben seid, könnte das Lenovo Tab E1025 das Richtige für euch sein. Um jetzt den günstigsten Preis zu erhalten, folgt einfach dem Link in der Beschreibung unter dem Video. Als zweites Tablet können wir euch das Samsung Galaxy Tab A T510 empfehlen. Für ca. 190 Euro erhaltet ihr ein Tablet, das sich ebenfalls ideal als Multimedia Center eignet und zudem einen etwas schnelleren Prozessor aufweist. So erhaltet ihr 2 GB Arbeitsspeicher und eine Flash-speicherbasierte SSD-Festplatte. Als Betriebssystem läuft hier Android 9.0 Pi. Das Samsung Tablet verfügt über ein 10,1 Zoll Display mit einer Auflösung von 1920x1200 Pixeln. Zudem verfügt es über ein robustes Metallgehäuse. Die Akkulaufzeit beträgt hierbei bis zu 13 Stunden, also fast die doppelte Zeit des Lenovo Tablets. Wenn ihr also ein etwas schnelleres Tablet mit längerer Akkulaufzeit und Full-HD-Display wollt, könnte das Samsung Galaxy Tab A T510 das beste Tablet für euch sein. Als dritte Empfehlung haben wir noch das Huawei MediaPad M527 für ca. 360 Euro. Hier erhaltet ihr neben einem leicht größeren 10,8 Zoll Display einen deutlich schnelleren Octa-Core-Prozessor sowie 4 GB RAM Arbeitsspeicher. Zudem erhaltet ihr einen USB Type-C Anschluss, der ein sehr schnelles Laden ermöglicht. Die integrierten Stereo-Lautsprecher sorgen zudem für einen beeindruckenden Klang. Das attraktive IPS-Display mit einer Auflösung von 2560x1600 Pixeln erlaubt kristallklare Bildqualität bei einer maximalen Videowiedergabezeit von ca. 10 Stunden. Das Metallgehäuse verfügt zudem über eine gebogene Glaskante. Weiterhin verfügt das Huawei Tablet über einen Fingerabdrucksensor. Zwar ist dieses Tablet etwas teurer, dafür erhaltet ihr aber auch eine hochwertige Verarbeitung und eine super Bildqualität. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert gerne unseren Kanal.